Es wird mit Computersprache vorgetragen. Cadillac GTS Autotest. Autor Seltzer McKenzie. In den USA hat der Hersteller Herrn Seltzer McKenzie den neuen Cadillac GTS zur Verfügung gestellt und hier ein Testeindruck. Die Zeiten ändern sich und wie sich die Zeiten ändern. Da kommt ein neuer Cadillac auf die Straße und seine Väter schwärmen nicht von Styling und Luxus, sondern von der Fahrwerksentwicklung. Nicht nur auf dem GM-Testgelände in Michigan, sondern auch in Deutschland. Selbst bei Cadillac, dem Synonym für US-Luxus, heißt das Zauberwort inzwischen Nürburgring. Handling und Fahreigenschaften des neuen CTS sind denn auch geeignet, sich dem Vergleich mit der Euro-Konkurrenz zu stellen. Zu der zählen so anspruchsvolle und anerkannt gute Autos wie die E-Modelle von Mercedes oder die 5er-Typen von BMW. Wie diese bedient sich der Caddy des klassischen Heckantriebskonzepts. Gegen Aufpreis gibt es auch permanenten Allradantrieb. Trotz der präzisen, europäisch geprägten Fahrmanieren wird es weiterhin schwer bleiben, gegen die übermächtigen Germanen einen Stich zu machen. Zumal Cadillac erst in 2 Jahren einen 2,9 Liter Sechszylinder Diesel mit 250 PS bereit haben wird. Zunächst muss es ein V6 Benziner tun, prinzipiell ein alter GM-Bekannter. Eine 2,8 Liter Version ist für den günstigen Einstiegspreis, Klammer auf 36.290 Euro, Klammer zu, zuständig, aber als Standard betrachtet Cadillac die 3,6 Liter Maschine, die für den CTS in der Leistung aufgepuppt wurde. Über 300 PS mussten es unbedingt sein, was zu ausgeprägtem Hochdrehzahlcharakter führt. Mehr Dampf im unteren Drehzahlbereich würde einen besseren Eindruck machen, vor allem, wenn der Motor mit 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt ist, in dieser Klasse freilich dominiert. Es wird mit Computersprache vorgetragen. Cadillac GTS Autotest. Autor Seltzer McKenzie. In den USA hat der Hersteller Herrn Seltzer McKenzie den neuen Cadillac GTS zur Verfügung gestellt und hier ein Testeindruck. Die Zeiten ändern sich und wie sich die Zeiten ändern. Da kommt ein neuer Cadillac auf die Straße und seine Väter schwärmen nicht von Styling und Luxus, sondern von der Fahrwerksentwicklung. Nicht nur auf dem GM-Testgelände in Michigan, sondern auch in Deutschland. Selbst bei Cadillac, dem Synonym für US-Luxus, heißt das Zauberwort inzwischen Nürburgring. Handling und Fahreigenschaften des neuen CTS sind denn auch geeignet, sich dem Vergleich mit der Euro-Konkurrenz zu stellen. Zu der zählen so anspruchsvolle und anerkannt gute Autos wie die E-Modelle von Mercedes oder die 5er-Typen von BMW. Wie diese bedient sich der Caddy des klassischen Heckantriebskonzepts. Gegen Aufpreis gibt es auch permanenten Allradantrieb. Trotz der präzisen, europäisch geprägten Fahrmanieren wird es weiterhin schwer bleiben, gegen die übermächtigen Germanen einen Stich zu machen. Zumal Cadillac erst in 2 Jahren einen 2,9 Liter Sechszylinder Diesel mit 250 PS bereit haben wird. Zunächst muss es ein V6 Benziner tun, prinzipiell ein alter GM-Bekannter. Eine 2,8 Liter Version ist für den günstigen Einstiegspreis, Klammer auf 36.290 Euro, Klammer zu, zuständig, aber als Standard betrachtet Cadillac die 3,6 Liter Maschine, die für den CTS in der Leistung aufgepuppt wurde. Über 300 PS mussten es unbedingt sein, was zu ausgeprägtem Hochdrehzahlcharakter führt. Mehr Dampf im unteren Drehzahlbereich würde einen besseren Eindruck machen, vor allem, wenn der Motor mit 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt ist, in dieser Klasse freilich dominiert.